So, hallo, zurück bei Let's Play Die Siedler 2 und wir wollten geteiltes Land spielen. Auch wenn ich lieber die Schlange spielen würde. Ist mir viel lieber, okay. Geteiltes Land ist das erste Land, was so einen gewissen unsympathischen Touch hat, aber immer noch, naja, halbwegs passabel ist. Warum unsympathisch? Genau, aus diesem einen Grund. Aha. Letzter Tag im fünften Jahr. Felszeichnungen deuten auf eine Insel im Südwesten. Dort scheint es ein großes Goldvorkommen zu geben. Finden und beseitigen Sie, besetzen Sie das Tor, achten Sie auf Möglichkeiten zum Hafenbau. Ja, unsympathisch, weil hier keine Kärtchen oben. Wir sind also von vornherein mit dem Gegner verfeindet. Finde ich persönlich überhaupt nicht prickelnd. Aber damit werden wir leben müssen. Ja, also bleibt ja nichts anderes übrig. Baracke. In dem Level werden wir relativ fix handeln müssen. Oh, fängt ja schon gut an hier, ey. Nichts machbar. Jo. Die doofen Goldmünzen werden wir natürlich gleich wieder am Anfang verlieren. Brechwirk. So, macht mal was. Also nicht ihr am Bildschirm, sondern die Viecher hier. Wir errichten mal gleich Sägewerke. Na, ich sehe schon, ich vergurke hier das total diesmal. Sägewerk, okay. Sägewerk, okay. Dann wir hier gleich mal einen Holzfäller bauen. Eieiei. Hier einen Holzfäller hin. Steinbruch brauchen wir auch. Und dann fangen wir mal an, hier ein bisschen zu erforschen. Na. So, wie geht's los? Am besten wir blenden uns mal das Hauptquartier ein, damit wir einen Überblick behalten über was hier eigentlich los ist. Holzfäller hin, damit so schnell wie möglich hier das Holz weg ist. Wir haben arbeitslich 8 Holzfäller reichen aus, um ein bisschen was zu erreichen. S&C ist noch nicht an. Ja, in dem Level muss man ein bisschen flink sein. Militär, Militär, Militär. Da. Die schwächsten Einheiten bitte. Und nur in der Grenznähe stark besetzen. Ja, dadurch, dass wir halt gleich mit dem verfeindet sind, können wir in dem Level erstmal unsere Strategie mit den Katapulten vergessen. Das ist wahrscheinlich auch Absicht von den Programmierern, dass sie gesagt haben: Mensch, machen wir mal ein Level, wo es absolut katapultmäßig vorwärts geht. Und machen danach ein Level, wo genau die Strategie überhaupt nicht mehr funktioniert. So, und wenn ich mich jetzt total verkalkuliert habe, dann reichen unsere Bretter nicht. Na, ich hoffe mal, so blöd habe ich denn doch nicht geplant. Ja, der Steinbruch würde auch nicht reichen. Der braucht ewig, um das hier abzuernten. 3 Steinmetze haben wir, wenn ich es richtig gesehen habe. Geschwindigkeit mal aktivieren. Sonst geht es ja hier überhaupt nicht vorwärts. So, wir werden den Hauptweg hier lang setzen. Und dann werden wir hier irgendwo. Na, noch reicht das Holz. Noch. ja, dann werden wir hier lang und dann sind da irgendwo Berge, die werden wir abernten und dann werden wir uns zurückziehen ein bisschen. Hier ist wieder ein bisschen was, das hat wieder ein bisschen mit Booten zu tun hier. Auch wenn es uns überhaupt nicht gefällt, also mir zumindest nicht. Weil die Intelligenz der Boote haben wir schon mal bemängelt. Ja, hier brauchen wir nicht so große Mengen an Booten und Häfen bauen und so. Dadurch ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ein bisschen schöner gemacht. So, wir haben das besetzt. Dann können wir hier mal ein bisschen weiter zocken. Na, war ja toll. Kommt halt hier eine Baracke hin, ist mir auch Wurst.
Oh, passt nicht, toll. Boah, ich hätte da eine Baracke hin. So. Holzfäller. Und auch hier der Weg soll schön steil verlaufen. Guck mal, 1, 2, 1, 2. Da wird auf jeden Fall eine Fahne hin. 1, 2. Da wird eine Fahne, das wird verbunden. Kann also rein theoretisch hier eine Baracke her. Und natürlich ein Holzfäller. Ja, noch vier Bretter, also zum Glück sind gerade zwei, drei Holzfäller fertig geworden. Jetzt fängt es nämlich an, dass wir ein bisschen... Aha. Militärgebäude besetzt, okay. Ja, die Post kann man auch ein bisschen im Blickfeld behalten. Das Notprogramm, ich weiß nicht, wann sich das irgendwie aktiviert oder deaktiviert, aber die Meldung kenne ich von dem Spiel öfter. Ich dachte früher, dass das mit dem EMS oder XMS-Speicher zu tun hat, aber den kann man ja bei DOSBox schon relativ variabel setzen und dann wird es wieder fraglich, warum das Notfallprogramm sich aktiviert. Wie gesagt, ich habe also keine Ahnung, warum das passiert. Wovon ich Ahnung habe, ist, dass wir dringend, dringend Holz brauchen. Also das kann ich definitiv bestätigen. Und ein Anruf, wundervoll. So, weiter geht's. Ich habe jetzt ein paar Sekunden hatte ich noch laufen lassen, während ich telefonierte und war wirklich nicht lange. Und ist auch nichts passiert. La la la, die Leute stören immer zu den falschen Zeitpunkten. Es nervt total, dass man hier nicht durchkommt jetzt. Das sollte mein Weg werden. Aber schön, dass der schon mal den Baum wegreißt, der mir auch im Weg stand. Ja, perfekt. Da wird mal mein großer Weg verlaufen. So, hier haben wir jetzt auch eine Baracke endlich. La 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 la. Wenn die besetzt ist, können wir auch die da wieder abreißen. Ja, ist das ein lahmes... Achso, ich hab V aus. Empfehle ich euch übrigens auch in den späteren Levels nicht immer auf Maximalgeschwindigkeit zu spielen, sondern auch mal V auszuschalten, wie jetzt, wenn die Hütte besetzt ist, V aus, dann kann man einfach mal in Ruhe ein bisschen weiter planen. Und genauso werden wir das jetzt auch machen, weil ich will jetzt auch nicht vergucken unbedingt das Level. So... Den reißen wir wieder ab. Na, 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 na. Und hier. Genau. Klappt. Wie ich mir das denke. Ja, wir müssen jetzt relativ zackig planen. Deswegen lasse ich mal die Geschwindigkeitstaste aus. Was brauchen wir? Wir brauchen so schnell wie möglich Bauernhöfe. Und so schnell wie möglich so viele wie möglich. Wir müssen dafür sorgen, dass die Holzversorgung jetzt hier wirklich gesichert wird. Das heißt, wir bauen hier auch noch einen Holzfäller. Damit hier auch ein bisschen was abgeholzt wird. Wir werden spaßhalber hier noch einen Holzfäller bauen. Wie sieht es mit Holzfällern aus? Wie viel haben wir noch? Auf Lager 3, okay. 2 haben wir schon im Bau. Der ist auch schon besetzt. Dann werden wir... Ja, bauen wir mal erstmal hier noch ein Holz... Oder hier noch ein Holzfäller. Okay, Holzfäller Maximum erreicht. Dann hatte ich eigentlich vor, hier hinten denn so die Bäume anzupflanzen. Ich überlege auch schon, ob man das hier nach hier oben verlegt. 2 Forsthäuser, 3 Holzfäller und dann sind wir auch gleich in der Nähe vom Sägewerk. Und hier so...
Ja, wir müssen ja definitiv jetzt so schnell wie möglich anfangen mit Bauernhöfen. Fangen wir also hier schon mal an. Ist ziemlich elementar wichtig hier. So, da also einer. Und hier bauen wir einfach auch schon mal ein. So, Militärgebäude besetzt. Okay. Militärgebäude besetzt. Das wussten wir schon, dass da das besetzt wurde. Hier muss eine Baracke hin. Ark. Na, hoffentlich haben wir jetzt nicht so ungefähr den Ort des Hafengebäudes eingebaut. Was sagt denn Militär? 28 hier frei. Okay, damit kommen wir noch eine Weile aus. Erkunde aussenden. Sensen hatten wir sonst keine mehr, ne? Nö. Bauern haben wir 8. Okay, dann wollen wir auch 8 Bauern so schnell wie möglich hier irgendwo anpflanzen. Wie sieht's. Ah, warum mache ich denn immer wieder das Hauptquartier aus? Kann doch ruhig in der Ecke bleiben, dann. Wie sieht's mit Eseln aus? Brauchen wir eine Eselzucht? Eigentlich ja. Auch wenn es das Wort eigentlich jetzt eigentlich nicht gibt. Okay, hier oben ist genau der richtige Ort für eine Eselzucht. Es passt nichts anderes hin. Es wäre total sinnlos, was anderes hinzubauen. Also, Eselzucht. Plus den obligatorischen Brunnen. Lalala. Und wie gesagt, hier nach links würde ich gerne irgendwo denn unser Holzvorkommen endgültig besiedeln. Oder hier unten eigentlich, auf der Insel, wäre natürlich auch so eine Variante. Oder überhaupt hier unten in der Ecke. Na, wenn wir noch überlegen, wir uns noch, sobald die Barackengebäude fertig sind. Wir müssen gucken, wo das Hafengebäude hinkommt. Doof. 1, 2. 1, 2. Okay. Sieht zwar noch ein bisschen doof aus, aber erfüllt schon mal einen gewissen Zweck. Okay, Holzfäller irgendwo, die abgerissen werden können. Nö, ne? Die Baracke muss besetzt werden. Haben wir überall. Ne, hier haben wir vergessen, die Dings auszuschalten. Ja, die Münzen. Aber da können wir nicht mehr viel verlieren, sage ich jetzt mal. Oh, 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 oh. Na, kommt schon wieder die nächste Münze. Totale Vergeudung. Na, nee, nee, so einen Umweg fahren wir nicht, oder? Nee, das lassen wir mal. Eselzucht, okay. So, dann haben wir hier eine Besetzung. Ja, da ist schon der erste Berg von denen ich gesprochen habe. Und die werden wir auch gleich sofort, wenn wir rankommen, sofort bebauen. Wenn wir rankommen, werde ich das Spiel speichern, werde ihr Lehrte losschicken auf den Berg, um zu gucken, was auf dem Berg drauf ist, werde den wieder laden. Um vorher zu wissen, was da auf dem Berg ist, damit das nicht Zeit frisst. Wird in den späteren Levels übrigens, wo der Gegner von vornherein kämpft, immer so machen. Weil also spätestens Level 8 ist auch darauf ausgelegt,
dass man eigentlich zweimal spielt fast, weil man beim ersten Mal nicht weiß, was ist wo drinne. Und dadurch, also wo ist Kohle drin und so weiter, und dadurch eigentlich ewig zu lange beschäftigt ist damit, das rauszufinden. Und die Zeit fehlt einfach zum Schluss. Wir könnten auch hier anfangen, denn Bäume anzupflanzen. Na gut, hier kann man irgendwo keine Gebäude setzen scheinbar. Och man, lasst mich doch mal in Ruhe. So, da bin ich wieder. Gleich ein bisschen Zeit verbracht, um bei eBay mal nach einem schönen Motorrad zu gucken, aber nichts Schönes gefunden. Und ja, über Siedler eigentlich gerade gar keine Gedanken gemacht und ich bin schon wieder ein bisschen draußen. Was wollte ich hier machen? Achso, ich warte darauf, dass die Baracke errichtet wird. Schön, schön. Ach, und hier läuft einer und guckt, was da ist. Okay. Wir brauchen auch nicht nur Bauernhöfe, wir brauchen auch Mühlen und so, den Kram dafür. Alles auf dem Weg bauen oder woanders? Pass mal auf. Wir bauen hier eine Schweinezucht. Einfach weil da nichts anderes in der Nähe so schön hingepasst hat. Dann können wir hier eine Fleischerei bauen. Hier noch eine Schweinezucht. Ah, passt nicht nur eine Fleischerei, schade. Dann können wir einfach hier hinbauen, die zweite Fleischerei. Das ist eigentlich völlig weit weg und voll überhaupt nicht passend. Na okay, dann bauen wir hier erstmal noch einen Brunnen. Hier sollen eigentlich so circa 3 Bauernhöfe hin. Dann sind wir bei 5. Brauchen wir noch 2. Dann können wir noch 2 hinstellen. Da unten will ich nicht unbedingt. Okay, bauen wir erstmal eine Mühle. Brauchen wir hier noch eine Mühle. Voll doof konstruiert hier. Naja, egal. Eine Bäckerei. Noch eine Bäckerei. Und noch eine Fleischerei. Guck mal. Brauchen wir hier noch eine Fleischerei fertig. So. Und wir bauen hier mal. Nein, nicht einen Brunnen. Ab. Irgendwo ist gerade auch ein Haus besetzt worden. Ich brauche. Wie viele Fischer haben wir denn? Also wir haben hier keine zusätzliche Angel mehr. Aber 2 Angeln haben wir. Okay, Fischer bauen wir auch, weil wir müssen jetzt irgendwo wirklich versorgen. Fischerhütte. Hoho. Übelst der Cut hier im Weg. Krass. Okay, hier, der ist leider nicht fertig. Sieht ja wieder toll aus mit Brettern. Was ist hier los? Ich will das an. Hallo. Will der mich verarschen? Das nervt jetzt mal richtig. Also, hallo? So. Das hat den nervt. Achso, hier unten das ist fertig. Dann können wir hier scheinbar nichts machen. Schöne Scheiße. Ach, sag jetzt nicht, hier ist später der Dings. Ich hab keine Ahnung. Irgendwo muss ja hier der Hafen mal gebaut werden. Wir werden sehen. Wir warten erstmal, was die andere Hütte sagt. Der Holzfäller ist nicht besetzt. Das macht mir jetzt Gedanken. So, der wird weniger.
Oh, meine gebackenen Brötchen sind fertig. Wie sind wir geworden? Ich hab das erste Mal Brötchen gebacken. So ein Schreck. Ach, dass heute auch dauernd Leute nerven müssen, nervt mich total. Ich dachte, ich kann mir einen schönen chilligen machen und hier noch wenigstens eine halbe, dreiviertel Stunde Siedler spielen, bevor ich mich wieder in irgendwelche Gesetzestexte reinlesen darf. Egal. Kann ich wenigstens noch meine Tasse Tee trinken und ein bisschen recorden und dann muss ich mich wieder verabschieden. Da ich heute leider noch ein bisschen was zu tun habe. Die Eselzucht geht nicht vorwärts. Es stockt momentan an Holz. Wir werden mal ein bisschen Speed geben. Sägewerke sind beide fertig. Okay, die Bauernhöfe sind zum Glück schon fertig. Das ist wichtig. So, gucken wir mal, was hier gesagt wird. Ja, da kommt das Ding nämlich hin. Okay, dann können wir... Reißen wir mal hier das Ding wieder ab. Okay, dann war jetzt nicht so wie geplant. Egal. Passt das mit dem Weg auch, den ich geplant habe? Das ist schon mal Bombe. So. So. Da passt es noch nicht. So, den müsste ich abreißen können. Gucken. Ja, perfekt. Der doofe Holzfäller hier ist immer noch nicht besetzt. Ah, lala. Forsthaus. Ah, toll, passt nichts mehr daneben. Dann bauen wir hier später einen Angler hin. Egal. So. Verdammt, meine Maus ist leer. So. Jetzt habe ich meine kabelgebundene Maus mal angeschlossen. Die geht wenigstens nicht leer, zum Glück habe ich die noch. Jetzt habe ich mal meine Brötchen kontrolliert und eins schon mal rausgeholt aus dem Backofen. Ja, ich habe so eine Proteinbrötchen gebacken und oh, mit Dinkelmehl und Proteinpulver und so. Ich koste gerade eins, das ist wirklich das leckerste Brötchen, was ich je gegessen habe. Das ist wirklich, oh, lecker. Wow. Perfekt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Rezept hatte ich irgendwo von Peter Trenz oder so. Lecker. Ne, es war von André. Das ist auch von Best Body Nutrition. Also ich lege jetzt gerade fest, ich backe jetzt immer meine Brötchen selbst. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt gerade nebenbei nur noch essen tue, aber irgendwie passiert da hier nicht viel. Und ich dachte mal, das ist ja wirklich der perfekte Zeitpunkt zum Probieren. Aber irgendwie, die Maus hier, die ist auch nicht so das Wahre. Ja, so grob. Naja, ist halt nur meine Ersatzmaus. Also der Nährwert von dem Brötchen ist natürlich auch geil, weil das Proteinpulver hat über 90% Protein. Gemischt mit dem Dinkelmehl, was ja auch hochhaltig an Protein ist. Und schöne
langkettige Kohlenhydrate beinhaltet. Das ist wirklich spitzenklasse, die Kombination hier. Und dennoch so ein Geschmack, trotzdem, dass es so krass gut und gesund ist. Da freut man sich. Vor allem halt, spaßeshalber, Vanilleproteinpulver benutzt, um mal Vanillebrötchen zu backen. Da lag auch unter anderem daran, dass ich gerade keinen Naturgeschmack hatte. Was hätte ich auch Salz dran gemacht noch an die Brötchen. Aber ist trotzdem unwahrscheinlich lecker. Schmeckt eigentlich fast mehr so wie eine Mischung aus Brötchen und Kuchen. Na, man kann ja auch mit dem ähnlichen Rezept auch Kuchen machen. Ja, für Brötchen verwendet man im Normalfall eigentlich Naturpulver und nicht Vanille. Aber davon habe ich noch 25 Kilo hier rumzuliegen von dem Vanille-Proteinpulver. Da wollte ich jetzt nicht extra Natur kaufen. Oh ja, hier bewegt sich nicht viel. Im Winter bewegt sich motorradmäßig im Internet auch nicht viel. Konnte ich wieder feststellen. Hatte ja die Hoffnung, dass ich schön über den Winter irgendwas Schönes schießen kann und kein Idiot bietet mit. Aber naja. Auch das ist in die Hose gegangen. Oh, was macht denn hier unser Leben eigentlich? Irgendwie kommt der auch nicht mehr aus dem Puschen, wa? Der will auch nicht mehr. Was mir momentan eigentlich mehr Sorgen macht, hier die ganze Geschichte mit den Holzfällern, dass sie so aufgeben, weil wir haben keine großen Holzquellen. Und was tut man, wenn man was feststellt, was einem nicht passt? Richtig, man ändert's. 1, 2, 3. Das passt mir jetzt nicht. Warum halten wir eigentlich jetzt 3? Ist ja doof. So muss man das machen. So, 1. 1, 2, 1, 2. Wird passen irgendwann. Irgendwann passt das. Und so müssen wir hier erstmal eine Baracke bauen, damit wir hier ein bisschen hinten rankommen. Wir können aber auch hier ein Forsthaus bauen, hier ein Forsthaus bauen. Denn wir haben hier schon 2 Holzfäller. Und macht sich eigentlich doch hier unten ganz optimal. So, dann machen wir das doch so. So. Dann haben wir nämlich unseren Holzvorrat schon mal gesichert. Ich habe nämlich keine Lust, nachher hier irgendwo ohne Holz zu stehen. So, und hier war jetzt irgendwas ein Militärgebäude besetzt. Okay. Sie haben seit 30 Minuten nicht gespeichert. Ja, das ist, weil du von jedem Level neu dieses automatische Speichern ausschaltest. Ja, vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich schneide momentan nicht mehr so krass. Und liegt daran, dass man das Level hier wirklich bis jetzt ja, weiß ich nicht, kann man sie niesen nennen? Nur weiß ich nicht. Das kann jeder für sich entscheiden. Vielleicht schneide ich auch demnächst mal wieder ein bisschen. Ich denke mal, dass gerade diese Anfangsphasen bei dem Spiel sind eigentlich die interessantesten Geschichten. So, Baracke, fertig. So, der Holzfäller kann weg. Leider. Oder auch positiv, je nachdem aus welcher Sicht man es sieht, also aus der Sicht, dass ich einen Bauernhof errichten möchte, das ist natürlich sehr positiv. Aus der Sicht, dass ich Bäume brauche, ist natürlich sehr negativ. Den Holzfäller wollen wir nicht mehr. Ja, Leute. Jetzt erstmal kurzen Schnitt.